Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part hatten wir eine riesengroße, lange Versammlung, in der Zwiffens uns alles erklärt hat. Reptane und Zwiffens kannten sich schon vorher, weil sie aus der Zukunft kommen. Tatsächlich, denn Reptane hat einen bösen, finsteren Plan, die Lähmung des Planeten. Und damit, den Untergang der Welt herbeizurufen, warum auch immer er das vorhat. Ich sehe da keinen Sinn hinter. Deswegen müssen wir auf jeden Fall dagegen angehen. Und das ist nun mal Folgendes, wir sollen jetzt ein Gerücht verbreiten. Und zwar, dass Tobot, Zelf und Vesprit das letzte Zahnrad der Zeit versiegeln wollen, damit Reptainer nicht mehr rankommt. Und damit wird er zweifellos einen Neustart wagen, es zu klauen. Und damit wollen wir ihm eine Falle stellen und ihn endlich schnappen. Dieses Gerücht müssen wir verbreiten. Das ist jetzt unsere Aufgabe, wir können uns jetzt nicht weiter darin einmischen. Tja, und deswegen sind wir fürs Erste still und haben erstmal unsere anderen Aufgaben zu tun. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ah, da ist noch ein Nebelwald-Ding, das habe ich gesucht. Okay, Folgendes. Wir werden jetzt natürlich wieder Nebenjobs machen. Ich lösche ich mal. Und zwar im Nebelwald, wollte ich nur mal sagen. Ich wollte jetzt nochmal nach einigen Sachen suchen, nach einigen neuen Jobs. Ich gucke mich mal um. So, wir haben einmal Langfinger Voltilam. Grausames Areal, schreckliche Falle von Despotar. Ich wurde angegriffen, nämlich mit 5 Aufträge im Nebelwald. Das wird das sein, was ich heute offscreen machen werde. Ja. Ihr kennt ja unser System. Wenn wir irgendwelche Nebenjobs haben, an Job und Ganoven-Infobrett, Mission, werde ich die in Zukunft ja immer offscreen machen. Aber ihr seid ja zumindest dabei, wenn ich hier noch mich vorbereite und so. Und vor allen Dingen wollte ich euch sagen, was wir machen, dass ich zum Beispiel in den Nebelwald gehe. Und so, keine Flaschenpost. Und dann will ich euch danach nochmal unsere Belohnung zeigen. Immer. Werde ich immer so machen. Kann ich euch nochmal sagen, falls uns irgendwelche neuen Teammitglieder begegnen oder so. Kann man ja sagen. So, hier gibt es auch keinen Auftrag. Dann bereiten wir uns vor. Da könnt ihr noch dabei sein. Wer weiß, was da passiert. So, was haben wir denn? Items haben wir eigentlich auch noch Boxen da. Ja, 2. Da könnt ihr auf jeden Fall mit reingucken, was da rauskommt. Jetzt müssen wir gucken, was im Nebelwald noch für Pokémon waren. Da könnte ich Voltilam und Knackleon nämlich mitnehmen. Jetzt ist der Bildschirm auch halbwegs wieder gerade. Wir alle dienen einem bestimmten Zweck. Einem, der bei jedem von uns anders geartet ist. Diesen Zweck muss man dienen. So gut man kann. Okay. Schätzen wir mal die Boxen und dann müssen wir gucken, was da rauskommt. So, was haben wir hier? Eine Bisa-Klaue. Und in der Funkelbox, jetzt bin ich gespannt. Muss ja nicht unbedingt ein blaues Item sein. Gucken wir mal. Eine Bojeli-Karte. Oder Bojeli-Karte. Wie auch immer. So, dann gehen wir mal ins Lager. Ich hoffe, das ist nicht so voll. Falls dieser Reptil nicht bald gefasst wird, werde ich alte Dame nicht mehr ruhig schlafen können. Ach, wir kümmern uns rum. Wer weiß. Das Ganze wird schon irgendwie lösbar sein. So, das Ganze kann ich jetzt erstmal hier lagern. 3 Äpfel, wieso nicht? Okay, es sind mir ein bisschen zu viele Beeren. Kann ich auch weglegen, Grimmsamen. Okay, Stahlflügel. Ah, mehr kann ich nicht tragen. Abgeben. Lagern wir erstmal. Ah, ich hoffe bald, dass wir ein größeres Lager bekommen, wirklich. Wäre echt nötig. Können wir mal gucken, was da raus muss, was da raus kann, was da raus sollte. Was kann man denn mal verkaufen? Die ganzen Blaugummi, die werde ich jetzt alle essen. Alter, nicht alle unbedingt. Ich nehme jetzt einfach mal diese mit. So, sind ja noch zu viele Gummis. Würden alle irgendwann reißen. Wir lieber sagen, wir brauchen sehr viele. Die bleiben auch erstmal da. Sind ja sehr wichtige Items. Okay, noch einiges an Items hier. Angst, ich habe ja schon mal gesagt, ich will maximal 2 Arten von LMM Orb haben, außer von Flieger, da möchte ich gerne 3 haben. Ne, wie hier zum Beispiel, möchte ich nur dabei haben. So, Warhawk kann nochmal mitkommen. Wirbelorb. So. Ach, euch habe ich auch noch. Nehme ich mit. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir erstmal schätzen. Ist das noch von der Expedition? Kann das sein? Das glaube ich nicht. Wo haben wir diese 2 Boxen nochmal her? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das noch wisst? Das wäre schön. Alatoskop, was war... Ich glaube, das war... Okay, das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich glaube, das ist kein normales Item. Relaxo-Atem hört sich auch interessant an. Aber dieses Alatoskop, warte mal. Ach so, verhindert Schlaf, okay.
Ein Item zu tragen, das verhindert, dass das Pokémon in den Schlafstatus, Nachbarstatus, Klimastatus oder Gegnerstatus. Okay. Ich dachte, das wäre etwas Besseres. Ah, ich glaube, ich dachte an die Röntgenaugen. Die sind richtig heftig. Das muss auf jeden Fall gelagert werden. Bin ich für. So. Und dann gehen wir mal kurz ein bisschen was verkaufen. Zumindest das, was wir nicht brauchen. Oh ja, es gab viele Überraschungen, um es vorsichtig auszudrücken. Der große Zirfens ist ein Pokémon aus der Zukunft. Stellt euch das mal vor. Ja, habe ich mir schon alles vorgestellt. Wir hatten ja genug Zeit dazu. Das wollte ich jetzt alles verkaufen. Ach, wir bräuchten mal langsam viel Ordner. Die Sachen hier auch noch. Die habe ich ja dabei. Ich weiß nicht, was können wir noch verkaufen? Wir verkaufen erstmal das. Da muss ich mal gucken. Ich lage kurz mal die Orbs, dann kann ich mal überprüfen, ob wir die verkaufen müssen oder so. Ich guck mal. Hier, Strahltrefferwechsel. Ich glaube, die können wir dann gleich wieder verkaufen, ne? Ja, ich muss einfach mal gucken. Wir müssen uns jetzt wirklich um das Lager kümmern. Das muss sein. Ich guck einfach mal. Sieht aber noch ganz gut aus. Obwohl Strahl auch. Kann einmal raus. Und sonst ist alles in Ordnung. Okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um Gummis. So. Gummis. Essen. Erstmal kriege ich was ab. Dann gibt's das nächste an Fnupsi. Ja, geht. Dann noch was an Voltilam. Hat er sich verdient. Hoppala, und dann, oh, haben wir keine weiteren mehr. Tja, schade für Knackleon, aber was soll man machen? So, können wir wieder ein bisschen was lagern. Wir haben ein bisschen was rausgeholt. Strahl will ich hier noch verkaufen, Stahlfinger. Okay, so ist es doch in Ordnung. Gut, ein Apfel, ja, ein Apfel kann ich noch lagern. Dann ist es ja noch in Ordnung. So, zweifelsfrei werden wir aus dem Nebelwald einiges an Items rausholen. Deswegen, naja. Bin ich lieber vorbereitet. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen länger für die, hier Dings gebraucht, ne? Wie nennt sich das? Für die Vorbereitung. Genau. Alarmierend, nicht wahr? Besuche von Pokémon aus der fernen Zukunft. Ja. Das lagern wir erstmal ein. Dann mache ich einen kurzen Cut. Dann komme ich aus dem Nebelwald wieder und dann sehen wir uns wieder. Und zwar bei den Belohnungen. Ich gehe mal kurz speichern. So. Und dann mache ich mich kurz aus dem Weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ja, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder und ja, ihr könnt es vielleicht erahnen. Ich habe ja schon probiert, in den Nebelwald zu gehen, das hat auch funktioniert. Bis zum letzten Ganoven, der mal eben aus so einem kleinen Raum einen Monsterraum gemacht hat und wir hatten Klienten dabei. Aber um Klienten habe ich mich kümmern können. Der besiegt wurde, war ich, durch eine Frustration von einem Haspirohr, was 45 Schaden macht, warum auch immer. Jedenfalls, uns angeschlossen haben sich ein Pachirisu und ein Zickzacks und wir haben leider verkackt. So gesagt, ja. Dann sind wir zurückgegangen, haben gegessen und jetzt sind wir hier in dieser Szene. Tja, was soll man machen? Bist du noch wach, Flumper? Ich muss schon sagen, heute gab es viele Überraschungen. Dürfen wir vergessen, es war auch der gleiche Tag, wo Zwiffens uns das Ganze erzählt hat. Als der große Zwiffens sagte, dass er aus der Zukunft kommt, das war total irre. Zwiffens und Reptin aus der Zukunft bis in unsere Welt verfolgt. Zwiffens hat Reptin aus der Zukunft bis in unsere Welt verfolgt. Er ist gekommen, um diesen hinterhältigen Reptin zu fangen, um ihn dann mit zurück in die Zukunft zu nehmen. Darum ist er dafür verantwortlich, dass Reptin geschnappt wird. Wir müssen Zwiffens vertrauen. Um ehrlich zu sein, ich würde Reptin zwar gerne selbst fangen, aber die Aufgabe bin ich noch nicht gewachsen. Letztendlich müssen wir uns auf Zwiffens verlassen. Flupper, du schläfst wohl schon. Ich sollte besser auch schlafen. Es wäre toll, wenn Reptin bald geschnappt wird. Gute Nacht, Snooper. Tja, eigentlich haben wir es ja noch mitbekommen. Der nächste Morgen. Aufgestanden hab dafür, es ist morgen. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir das mit dem Nebelwald geschafft hätten, denn da gibt es einige neue Punkte für, ne? So, jetzt ist der Bildschirm, glaube ich, in Ordnung. Okay. Ich speichere einfach mal. Wieso auch nicht? Wir können ja noch weitermachen, der Part ist ja noch lange nicht vorbei. Gut, mal sehen, was jetzt los ist. So ist der Stand der Dinge. Wir haben noch nicht gehört, ob Reptin schon gefasst wurde. Hey, hey, geht es Vesperd und seinen Freunden gut? Das wissen wir auch nicht. Wir haben überhaupt keine Informationen bekommen. Wir tappen im Dunkeln. Trotzdem können wir nicht auf eigene Faust losziehen, um die Falle gefährden. Wir werden abwarten müssen, bis wir irgendwas hören.
Bis dahin sollten wir unserer gewohnten Arbeit nachgehen. So, also Pokémon machen uns auf die Arbeit, an die Arbeit, hurra. So, dann kann es ja weitergehen. Ihr zwei, ja, das kennen wir schon. Und ich möchte gern das mit dem Nebelwald trotzdem noch irgendwie hinter mich bringen. Das müsste doch irgendwie zu klappen gehen. Irgendwie, dass das doch funktionieren können. Ach, was auch doof ist, ja. Eigentlich habe ich ja 3 Aufträge bereits erledigt. Die werden aber nicht mehr zugezählt. Die habe ich erledigt, aber nein, werden nicht gezählt. Das ist natürlich auch totale Scheiße. Aber was soll ich machen? Die nehme ich mal an mich. Und gucke ich mal hier. Und das ist der Nebelwald, Ampharos. Das kann man ja besiegen. Freunde, dann werde ich mich in diesem Part wohl nochmal vorbereiten. Oh, gut, dass das Pokémon aber noch da ist. Insbesondere diese Box ist noch da. Oh, da fehlt aber einiges an Bändern. Oh Mann, so oft verkackt habe ich eigentlich noch nie in diesem Spiel. Wird wohl sehr kompliziert. Tja, Freunde, ich würde einfach mal sagen, ich werde mich jetzt nochmal vorbereiten. Ja, ich brauche jetzt nicht unten zu gucken, ob da noch eine Flaschenpost ist. Das ist, glaube ich, auch nicht. Ja, mega. Jetzt ist Zeit, mit einem Schild heraus zu suchen. Im Hornberg. Ich nehme es einfach mal an. Ja, Schild heraus halten wir noch. Okay. Ja. Schade, ich hätte echt mal gedacht, wir schaffen das mit dem Nebelwald. Aber nein, natürlich nicht. Ach, Mann, ist das doof. Aber was könnt ihr schon dafür? Wenn wir erstmal kurz eine Box schätzen lassen müssen. Habe ich noch genug Geld dabei? Nee, habe ich nicht. Ach, geil. Ach, Mann, oh. Ich dachte, ich hätte genug Geld dabei. Ich werde wohl noch ein bisschen was holen müssen. Lass mich durch, Tresur. So. Ich nehme mal alles mit. Wer weiß, ob wir das brauchen oder nicht. Man kann ja nie wissen. Jetzt die Frage, wie wir das jetzt in Zukunft machen. Wie lange wird das noch laufen, bis wir irgendeine Information erhalten? Vor allem sollten wir uns auch irgendwie leveln, damit wir auf die Zukunft vorbereitet sind. Ja. So. Im Bart hat sich ein Hütschlamm. Haben wir nicht sowas ähnliches schon mal gefunden irgendwie? Ich weiß nicht. So, lagern wir mal ein bisschen. So viel kann es ja nicht sein. Wir müssen ja auch einiges nehmen. Strahl auch wollte ich dann noch verkaufen, ne? Ich bin so ein Volli. So. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich sterbe. Hätte ich nie für möglich gehalten, aber... War dann wohl so. Was soll man machen? So, Apfel habe ich glaube ich noch genug. Aber was ich noch haben wollte, erstmal 2 Beleber sein nicht mit. Ich will nochmal in den Nebelwald. Ah, ist doof, dass die anderen Aufträge nicht mehr gezählt werden. Das ist total bescheuert irgendwie. Aber naja. So, ich sehe alles noch in Ordnung. Wirbelorb muss ich wieder mitnehmen. So, wie sieht der hin aus? Jetzt haben wir aber schon einiges aber an solchen Items, ne? Ist wirklich viel. So, könnt ihr doch noch ein bisschen was verkaufen. Ich glaube, das hätte dann auch gereicht, ne? Ohne dass wir noch irgendwie Geld hätten holen müssen. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Auch, ich hätte jetzt viel auch noch rausholen müssen, ne? Ist, glaube ich, ganz gut so. Das verkaufen wir. Dann hole ich mir noch mal kurz ein Flea-Op. So, und dann werde ich dann offscreen weitermachen. Ihr wisst ja was. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Irgendwie. So, das wäre geklärt jetzt. Habe ich alles da, was ich haben wollte. Spezialband. Weil war jetzt Fnupsi eigentlich eher physisch oder speziell ausgelegt? Der Spezialangriff ist besser, okay. Das heißt, mein Freund, du kriegst ein Spezialband. So. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's soweit mit dem Part. Ich hoffe, der Bildschirm ist jetzt einigermaßen in Ordnung gewesen. Nicht, dass oben und unten jetzt irgendwie so ein schwarzer Rand war. Das wäre doof gewesen. So. Okay, weg hier. Kurz auf die Jobliste geguckt. Vier Nebelwald-Missionen haben wir jetzt. Einmal Ampharos haben wir, Tobelix hier. Dass nur Ampharos ist und ja, dürfte es eigentlich ganz gut sein. Ich guck mal kurz. Ach, das vom... Ach, super. Auch Despotar-Dings. Ihr solltet wissen, ein Despotar hat ja den Monsterraum hervorgerufen. Das ist auch weg. Das ist ziemlich blöd irgendwie. Finde ich schade. Vor allem, dass man dafür dann keine Belohnung erhält, wenn man die gerettet hat. Das ist ein bisschen doof. Naja,
Freunde, ich beende jetzt den Part, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann war ich unterwegs hier. Und dann gucken wir mal, wie es dann weiterläuft. Bis dann und auf Wiedersehen.